Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer. Und heute geht es um drei große Fehler, die man beim Üben machen kann. Ja, ich spiele jetzt schon seit fast 20 Jahren verschiedene Musikinstrumente, hauptsächlich Tuba, auch aber ein bisschen Klavier, Gitarre und so ein bisschen Bandinstrumente. Also weiß ich schon ganz gut mittlerweile, was man beim Üben alles falsch machen kann. Und dazu kommt, dass ich im letzten Herbst meine Examensarbeit zum Thema Üben geschrieben habe. Und dementsprechend weiß ich ganz gut, welche Fehler man eben einfach beim Üben machen kann. Wenn dich solche Videos interessieren, wie zum Beispiel das Üben, aber auch wie andere Aspekte des Tuba-Spielens, dann abonniere doch einfach jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch kein neues Video. Was sind die drei größten Fehler oder die drei wichtigen Fehler, die ich heute besprechen will, die man beim Üben machen kann? Der erste Fehler, den man machen kann, ist unkonzentriert zu üben. Denn Konzentration ist eine wichtige Erfolgsvoraussetzung. Das liegt zum einen daran, dass du, wenn du nicht konzentriert bist, weniger leistungsfähig bist. Das heißt, wenn du dauernd abgelenkt bist, kannst du dich einfach nicht so gut, ja, kannst du einfach nicht so viel leisten von deiner Gehirnleistung her, wie wenn du konzentriert bist. Es gibt so verschiedene Studien, man kann es nicht so ganz genau sagen, aber man braucht so im Durchschnitt, um richtig vertieft an einer Aufgabe zu arbeiten, braucht man ungefähr eine Viertelstunde oder 10 Minuten bis Viertelstunde, bis man wirklich vertieft an der Aufgabe arbeitet. Und so ist es eben beim Üben. Wenn ich irgendwie alle 3 Minuten abgelenkt bin und mich nicht richtig konzentrieren kann, dann kann ich mich eben nie richtig vertiefen und kann eben meine volle Leistungsfähigkeit überhaupt nicht abrufen. Außerdem ist es so, wenn du nicht konzentriert bist, dann übst du Dinge falsch ein. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie, lange Töne aushältst und dabei über alles Mögliche nachdenkst, aber nicht dran denkst, irgendwie gut zu stützen, den Bass schön auf den Lippen mit der Luft nach vorne zu bringen und so, dann kann es eben passieren, dass du dir Sachen falsch angewöhnst und dann ist das Üben sogar kontraproduktiv. Also wenn du nicht konzentriert bist, dann geht das Üben eben nach hinten los. Das ist der erste Fehler und den finde ich ganz, ganz wichtig. Der zweite Fehler, den du beim Üben machen kannst, ist, dass du keine Struktur hast. Und damit meine ich verschiedene Ebenen. Zum einen, um nochmal auf die Konzentration zurückzukommen, störungsfreie Zeiten zu haben, störungsfreie Räume zu haben. Wenn du natürlich irgendwo übst, wo alle 3 Minuten jemand reinkommt und dich was fragt, wie willst du dich dann konzentrieren? Wenn dein Telefon andauernd klingelt, wie willst du dich dann konzentrieren? Wenn du alle 5 Minuten auf dein Handy schaust, um irgendwie Instagram zu checken, wie willst du dich dann konzentrieren? Also das ist schon mal das Wichtigste überhaupt, störungsfreie Zeiten, störungsfreie Räume. Dann musst du aber auch, und das gehört zur Struktur dazu, deine Pausen planen. Das heißt, du musst überlegen, wie lang kann überhaupt eine Konzentrationsphase bei mir sein? Wie viele Pausen brauche ich für meinen Kopf? Und wie viele Pausen brauche ich für meinen Körper? Denn gerade wenn man anspruchsvolle Dinge übt, die dann eben ja die ganze Muskulatur um den Mund herum, also die Ringmuskulatur, eben sehr beanspruchen, hilft es nichts, wenn ich irgendwie eine Stunde am Stück übe, wenn ich völlig überanstrengt bin, sondern ich brauche einfach Pausen. Und das sind Dinge, die muss ich zumindest im Geiste vorher planen, dass ich weiß, wie ich ungefähr meine Zeit einteile. Ich zum Beispiel mache es so, ich übe nach der Pomodoro-Methode, das heißt, ich stelle mir immer einen Wecker. Pomodoro Original sind 25 Minuten, ich mache es immer auf 30 Minuten und ich übe dann 30 Minuten am Stück konzentriert und wenn der Wecker am Handy klingelt, dann stelle ich die Tuba weg, dann kann ich 5 Minuten Pause machen oder vielleicht auch 10 Minuten, eine Kleinigkeit essen, was trinken, auf Toilette gehen und dann wieder konzentriert üben. Funktioniert bei mir persönlich extrem gut. Genau, und das dritte ist, was zur Struktur gehört, das ist die Methodik. Das heißt, du musst schauen, was übe ich überhaupt und wie übe ich das. Also es hat keinen Sinn, ein Stück zu nehmen, was irgendwie vom Niveau her hier oben ist, im Vergleich zur eigenen Leistungsfähigkeit, und dann zu meinen, man müsste es von vorne bis hinten durchprügeln. Damit kommt man auf keinen grünen Zweig, sondern man muss sich das eben strukturieren. Man muss sagen, okay, bei einem extrem schweren Stück
ja, ich nehme mir heute vielleicht 4 Takte vor, 8 Takte, und daran übe ich wirklich gut. Und dann reduziere ich mir das auch didaktisch. Das heißt, ich schaue, dass ich vielleicht erstmal den Rhythmus übe, dann übe ich vielleicht einfach nur mal Tonhöhen ohne Rhythmus, bis ich irgendwann an den Punkt komme, wo es um Gestaltung geht, um Phrasierung und so weiter. Das ist der zweite Fehler eben, den viele machen und den du nicht machen solltest, eben keine Struktur zu haben. Und der dritte Fehler ist, und der ist ziemlich übergeordnet, kein Ziel zu haben. Und bei Zielen geht es um Nahziele und um Fernziele. Zu Nahzielen gibt es ein ganz gutes Akronym, das heißt SMART. Es gibt die sogenannten SMART-Ziele. Und SMART steht für spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch und termingebunden. SMART. Spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch und termingebunden. Das sind gute kurzfristige Ziele. Beispielsweise, in 4 Wochen möchte ich vom Stück XY ein mentales Bild haben. Das heißt, ich will wissen, wie es klingt. Ich will es in groben Zügen hinbekommen. Fehler sind noch okay in 4 Wochen. Aber ich will schon, dass es durchläuft. Und genau, das wäre jetzt zum Beispiel ein spezifisches, ein messbares Ziel, also einigermaßen messbar. Anspruchsvoll, wenn das Stück anspruchsvoll ist, und es wäre termingebunden in 4 Wochen zum Beispiel. Das sind gute kurzfristige Ziele, und sehr, sehr viel wichtiger sind aber noch die Fernziele, die langfristigen Ziele. Und da ist eigentlich die goldene Regel, steck dir das Ziel so groß wie möglich, und es muss für dich auch irgendwie ja, das wert sein, das zu erreichen. Also ich zum Beispiel, verrate ich jetzt mal persönlich, habe mir das völlig irrwitzige Ziel gesteckt, der bekannteste und erfolgreichste Tuba-Lehrer der Welt zu werden. Das ist natürlich völlig irrwitzig, weil es gibt so viele Leute, die Tuba unterrichten, zumindest international, und es gibt Leute, die das um einiges besser machen als ich und die auch viel besser Tuba spielen als ich an allen Universitäten. Aber es ist einfach ein so großes Ziel, dass, wenn zwischendurch was schief geht, dass ich immer wieder auf dieses große Ziel schauen kann und kann sagen, okay, da will ich langfristig hin. Und wenn ich zum Beispiel am Üben bin und nach einer Stunde keinen Bock mehr habe, dann denke ich mir, was würde der erfolgreichste Tuba-Lehrer der Welt jetzt machen? Würde der aufhören nach einer Stunde, weil er keinen Bock mehr hat, oder würde er nochmal 1,5 Stunden üben? Ja, letzteres natürlich. Also das sind diese großen Fernziele, da solltest du dir auf jeden Fall eins setzen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn das motiviert dich. Und die ersten beiden Ziele, Konzentration und Struktur, die ersten beiden Fehler, keine Konzentration und keine Struktur, so, sind eben Fehler, die sich nur dann vermeiden lassen, wenn du eine hohe Motivation hast. Und was dich motiviert, ist eben ein solch großes Ziel. Man muss es nicht ganz so übertreiben wie ich mit meinem unrealistischen Ziel, was ich mir einfach so als Motivation dann immer wieder mitgebe, sondern es kann auch erstmal so ein Ziel sein wie, ich will nächstes Jahr bei Jugend musiziert mitmachen, oder mein großes Ziel ist, auf der Tuba einen Tonumfang vom Subkontra B zum eingestrichenen F zu haben, oder so. Das wären jetzt so Fernziele, also je nachdem, wo man eben gerade steht. Denn diese Ziele machen es eben möglich, die Anstrengung dafür aufzubringen, dass man die Konzentration aufbringt und dass man eben die Struktur in sein Üben reinbringt. Denn das ist beides unbequem. Für Struktur muss man nachdenken. Die meisten Leute denken nicht so gerne nach. Ja, man muss eben sein Üben planen. Das ist irgendwie, ja, oft will man eben einfach anfangen zu spielen. Aber wenn man eben einfach so anfängt zu spielen und ein bisschen rumdudelt, kommt man nicht so richtig vorwärts. Es gibt Musiker im Laienbereich, die jeden Tag eine Stunde üben und die keine Fortschritte machen, weil sie nicht üben, sondern weil sie eben nur spielen. Genau, deswegen wichtig, auf keinen Fall irgendwie kein Ziel haben, das heißt auf jeden Fall Ziele setzen, kurzfristige wie langfristige. Auf jeden Fall das Üben strukturieren und auf jeden Fall konzentrieren beim Üben.
denn sonst bringt es alles nicht ganz so viel. Wenn dir das gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch. Ich wünsche dir beim Üben viel Erfolg. Mach die drei Fehler nicht und tschüss. Hi, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Und für mehr solcher Videos abonniere auf jeden Fall den Kanal. Wenn du keins meiner neuen Videos verpassen willst, solltest du auf jeden Fall die Glocke aktivieren. An dieser Stelle findest du ein Video zum gleichen Thema. An dieser Stelle findest du eine Playlist zum Thema Klangqualität. Und an dieser Stelle stelle ich dir Bücher und Noten und Literatur vor. Du hast die Wahl. Lass uns die Tuba zum Klingen bringen.